Wann ist ein Annuitätendarlehen sinnvoll? Das ist eine Individualentscheidung. Man muss immer schauen, was ist denn eigentlich mein Ziel, das ich mit dem aufgenommenen Darlehen bewirken möchte. Und je nachdem, ist dann ein Annuitätendarlehen sinnvoll oder eben eine andere Variante davon. Ein Beispiel, wann ein Annuitätendarlehen sinnvoll ist, ist beispielsweise, wenn ich mir eine Immobilie als Investment kaufe und das nicht selbst bezahlen will, weil ich mir clever ausgerechnet habe, okay, wenn ich mir jetzt eine Baufinanzierung mache und ich zahle dafür 3,5% pro Jahr an Annuität, nehme aber über meine Mieteinnahmen, also Kaltmiete, 4,5 ein, dann mache ich ja am Ende des Tages ein Plus. Dann ist sowas beispielsweise sinnvoll. Klar, muss ich noch die steuerliche Betrachtung hinbekommen, beziehungsweise da mit meinem Steuerberater drüber reden. Aber dann wäre es beispielsweise ein sinnvolles Unterfangen, das über ein Annuitätendarlehen zu regeln.